Ja, moin, wieder aus meiner Werkstatt. Ja, wo geht's heute drum? Es geht jetzt wieder um die Flachdübelfräse. Da ist sie wieder, die Standard-Flachdübelfräse, die sich eigentlich jeder kaufen kann. Vom finanziellen her, darum habe ich ja diese Reihe ins Leben gerufen und zeige euch so ein paar Möglichkeiten mit der einfachen Flachdübelfräse, was man damit so machen kann. Ja, in diesem Video werde ich halt auch unterstützt von der Firma Lamello, nur hinsichtlich des Materials sonst nicht. Das aber vorweg gesagt, alles was ihr hier seht und in den Videos, die mit der Flachdübelfräse zu tun haben, geht es um Produkte der Firma Lamello. Das letzte Mal habe ich euch gezeigt, was man mit dem E20L alles kann. Also der E20L der Firma Lamello ist ein Kunststoffdübel oder Kunststoffplättchen mit einer gewissen angerauten Zahnreihe, die es ermöglicht, einige Dinge schnell und präzise voreinander zu setzen, ob es um Fußleistenverlängerung geht oder. Das Video könnt ihr euch gerne angucken, findet ihr in meiner Liste. Heute geht es nicht um den E20L, heute geht es nämlich um den E20H. Ist im Prinzip dasselbe, nur jetzt nicht längst aufgeschnitten, sondern einmal quer, möchte ich es nennen, aufgeschnitten. Sonst genauso der Aufbau wie beim E20L, sieht der E20H halt auch aus, nur, wo habe ich ihn hingeschmissen, dass wir jetzt nicht die Halbteilung so haben, sondern so haben. Ja, ja, wofür steht die 20? Die 20 steht dafür, wie wir unsere Flachdübelfräse einstellen sollen, und zwar auf 20. Ihr habt ja dieses Einstellrad an jeder Fräse 10, also 0, 10, 20, Max und S und L, kommt darauf an, welches Modell ihr habt. Aber wir sollen hier also die 20er Fräsung benutzen. Was können wir jetzt mit diesem E20H verbinden oder wann können wir ihn nutzen? Auch ein schönes Teil. Ihr werdet sagen, ja, was soll ich denn mit der Hälfte? Ihr werdet sehen, wir schauen uns das Ganze an, wofür man ihn gut benutzen kann. Und zwar ist er dafür da, wenn es um sowas geht. Nochmal, man könnte hier bei dieser Breite locker einen normalen Flachdübel reinfräsen. Ganz klar, habt ihr vollkommen recht, und verleimt das Ganze. Dieser E20H ist aber auch hier eine Hilfe bei. Ich werde es euch zeigen, wenn ihr zum Beispiel euch einen Rahmen baut, der aus 45 Grad Ecken zusammen, also ein Kasten oder ein Rahmen, wo aber später noch eine Leiste drumherum kommt. Da könnt ihr den E20H sehr gut benutzen. Der Vorteil ist bei diesen, darum sage ich das, normalerweise könnte man hier einen Flachdübel reinfräsen, man verleimt das Ganze und gut ist. Ihr könnt sofort weiterarbeiten, das ist der Vorteil an dem Ding, weil ihr bei diesen beiden Varianten, ob es nun der 20L oder 20H ist, habt ihr eine Riffelstruktur. Hier nochmal, wenn man da drauf guckt, könnt ihr es sehen. Da sind so kleine Zähne drauf, da könnt ihr es erkennen. Und das finden wir bei beiden. Könnt ihr also Leim anbringen, schlagt also dieses Hilfsmittel hinein und könnt sofort weiterarbeiten. Durch diese kleinen Haken krallt sich das sofort zusammen und ihr könnt so direkt weiterarbeiten. Ihr müsst also nicht auf Leimzeiten warten, was ihr bei einem Standardflachdübel halt habt. Hier ist zum Beispiel einer, so ein Flachdübel, das ist jetzt ein 10er, der braucht natürlich, bis der Leim abgebunden ist, und ihr müsst in der Regel dann warten. Das habt ihr mit diesem nicht. Ihr könnt also sofort weiterarbeiten. Wie funktioniert das Ganze? Wir wollen also jetzt mal dieses Stück miteinander verbinden, und zwar verleimen, aber so, dass wir schnell weitermachen können. Warum? Weil hier kommt nachher eh noch eine Kranzleiste drum oder irgendwas anderes, oder man sieht es einfach nicht, eine Rückwand wird dahinter genagelt oder. Denkt euch die Situation aus, die ihr dann nutzen wollt. Darum geht es jetzt. Wir wollen also jetzt hier die 45 Grad Schmiege verbinden und so, dass wir halt nachher zügig weiterarbeiten können. Wie gesagt, es könnte einfach ein Beispiel sein, indem man hier jetzt einen Rahmen verbindet, wo später nachher noch ein breiterer Rahmen draufkommt als Abschlussleiste. Somit sieht man hier von dieser eigentlichen Kante nicht mehr viel. Dafür ist er halt ideal. Wie benutzt man ihn? Man hat ja in der Regel seine Hölzer markiert, wie sie miteinander verbunden werden sollen. Also hier mit unserem Tischlerdreieck. Somit habe ich da schon mal sichergestellt, dass ich immer die richtige Seite aneinander lege. Jetzt muss ich mir also die Hölzer zusammenlegen.
Die beiden Markierungen gehören also zusammen. Schieb sie hier auf dem Hirnholzende aufs Maß zusammen, also dass es eine Flucht ist. Fixiere mir das Ganze und dann können wir auch schon loslegen. So, wir haben uns also jetzt erstmal unsere Arbeitsfläche fixiert und können jetzt fräsen. Ihr könnt ja gar nichts sehen. Also so, jetzt können wir fräsen. Wir haben also hier einen Schnitt von 45 Grad. Wir stellen das natürlich auch an unserer Fräse ein und können jetzt den Schnitt machen. Unser Mittelpunkt, der immer von der Fräse gebraucht wird, weil der hier ja markiert ist und da, wo der Mittelpunkt des Fräsers nachher sitzt, das ist jetzt unsere Fuge. Und mehr müssen wir eigentlich nicht beachten. Erste Fräsung, jetzt drehen wir uns die Bretter halt um, so dass die anderen beiden Seiten jetzt parallel liegen, also nicht die markierten, sondern die unmarkierten Seiten. Auch die wieder sauber fixieren, damit die nicht wegrutschen können beim Fräsen. Und das Ganze nochmal. Das war jetzt quasi eigentlich schon die meiste Maschinenarbeit und wir haben unsere Hölzer so weit vorbereitet, dass wir sie jetzt verbinden können miteinander. Wir haben also jetzt hier beidseits unsere Schlitze und können jetzt nach unserem Tischlerdreieck die Hölzer verbinden. Ein bisschen Leim dran. Jeder kennt auch das Verleimen von 45 Grad Ecken. Die verrutschen gerne. Man hat da sämtliche Hilfsmittel von Schraubzwingen, Klemmzwingen und sonstiges, die man sich hier jetzt alle sparen kann. Man kann sie natürlich benutzen, um das Ganze vernünftig voreinander zu halten beim Einschlagen des Hilfsmittels. Hier haben wir ihn jetzt. Und jetzt müssen wir ihn quasi nur noch, auch er hier ist mittig markiert. Das sollte natürlich auch mittig sein, damit wir beidseits denselben Anpressdruck haben. Und damit wir auf beiden Seiten denselben Halt bekommen. Und jetzt können wir das Ganze schön voreinander halten und schlagen eigentlich nur noch den E20H hinein. Das war die eine Seite. Seht ihr, ist gar nicht so einfach. Können wir es umdrehen und jetzt hier die zweite Seite. Wo habe ich ihn gelassen? Weg ist er. Da ist er. Hält das Ganze voreinander. Ist nicht ganz leicht. Muss man wirklich ein paar Mal gemacht haben, wie ihr seht. Und zack, haben wir unsere Verbindung soweit fertig, dass wir jetzt sofort weiterarbeiten. Da ist er ein bisschen aufgegangen. Okay, das könnte aber auch an meinem Schnitt liegen. Gut, aber ihr habt gesehen, schon haben wir damit die 45 Grad Ecke zusammengebracht. Ja, es könnte ein Schnitt sein, dass ich den nicht richtig an der Kreissäge angelegt habe. Okay, aber ihr seht, so schnell geht das Ganze. Er verschwindet komplett. Man kann ihn also jetzt auch überschleifen, das macht überhaupt nichts. Es stört einfach nicht. Und kann jetzt, wenn erforderlich, das Ganze so lassen oder, wenn es sein muss, halt jetzt hier mit einer dementsprechenden Abschlussleiste
das Ganze wieder verbergen, ja, indem man entweder hier den Rahmen aufbringt, auch auf 45 Grad oder stumpf jetzt, kommt halt drauf an, was es wird. Ja, so einfach hat man eine 45 Grad Ecke mit dem 20H verbunden und ihr könnt sehen, ihr könnt eigentlich recht schnell weiterarbeiten, weil diese kleinen Krallen sich in das Holz krallen und recht stabil ist, zumindest so, dass man weiterarbeiten kann und jetzt nicht den Abbindeprozess vom Leim abwarten muss. Ja. Von daher eine ganz schöne Sache. Ich war auch sehr begeistert, wie ich die gesehen habe. Ich denke da immer so daran, wenn man selbst mal Zimmertüren macht und dann den Rahmen baut, kann man so sich die Zeit etwas verkürzen, wenn man halt wartet und das Ganze verleimt oder mit Fremdfeder verleimt. Das ist eigentlich das Prinzip einer Fremdfeder. Auch eine Fremdfeder wird nicht anders gemacht, nur dass die Fräsung halt ganz durchgeht und hier dann dieser 20H ein durchgehendes Plättchen ist und dann von da bis zur anderen Seite durchgeht als Fremdfeder. Ja, so schnell geht das mit dem 20, also E20H der Firma Lamello. Ich breche das Ganze mal mit Gewalt jetzt auseinander, damit wir uns mal angucken, wie stabil das ist und wie tief die da nachher drin sitzen. Also es ist schon ein wenig Aufwand nötig. Seht ihr, er reißt aber eigentlich da mehr das Ding aus dem Holz heraus. Das machen halt die kleinen Krallen und damit macht das Ganze sehr stabil. Hier sieht man jetzt schön, wie er bis zur Hälfte drin steckt und hier eher wegreißt, als sauber aus der Nut rausrutscht, weil diese kleinen Widerhaken sich wirklich ans Holz setzen. Hier hat er es komplett zerrissen. Also das Ganze hält schon sehr gut. Also wenn man das falsch macht und eben wieder auseinandernehmen, ist nicht, das könnt ihr vergessen. Gut. Gucken wir mal, ob wir das Ganze da mal raus. Auch bei einer Längsverbindung anwenden können. Die Antwort werdet ihr sicherlich schon kennen. Das heißt, wir fräsen das Ganze mal so. Da haben wir unsere beiden Zeichen. Die beiden markierten Hölzer kommen wieder zusammen. Wie gesagt, man muss es wirklich üben, mit dem richtig voreinander halten und einschlagen, dieses Hilfsmittel. Das sieht leichter aus, als es ist. Ihr habt gesehen, da verrutscht auch mal sehr schnell was. Jetzt stelle ich die Fräse auf 90 Grad. Eben. Tiefenmaß ein bisschen einstellen. Auch hier kann es schon wieder losgehen. Auch in Längsrichtung das Ganze verbinden. Jetzt passt der Winkel nicht ganz, ist nicht ganz 90 Grad, aber nur um das Prinzip zu zeigen. Jetzt können wir also auch hier unseren man kann das gar nicht mehr zusammenklopfen. Also wenn du euch beim Zusammenschlagen verrutscht, kriegt ihr das dann nicht mehr wirklich sauber zusammen. Das heißt, ihr müsst wirklich darauf achten, beim Einbringen dieses Verbindungsstück
Seht ihr? Da habe ich ihn zugekriegt. Da liegt er nicht ganz an. Das kriege ich jetzt aber auch nicht mehr zurückgedrückt. Ja? Das bleibt dann so. Das ist aber der Vorteil dieser Haken, der wirklich dafür sorgt, dass das Ganze auch hält. Ja? Gut. Ja, das ist der Verbinder 20H. Im Gegenzug haben wir nochmal den 20L. Das ist dieser hier, wo es also um die Längsverbindung geht. Ist effektiver auf der 45 Grad, habt ihr gesehen, weil es sich schön in das Holz reinkrallen kann. Aber auch so kann man ihn einsetzen und benutzen. Und für eine Sache, die manchmal etwas schneller gehen muss, wo eh nachher eine Leiste drüber kommt oder man nachher das Ganze eh nicht sieht, sagen wir mal, es wäre ein Sockelstück und oben schaut er nur rüber. Man kann von oben und unten nicht drauf gucken, kann man so einen Verbinder nehmen. Wie gesagt, der reine Vorteil ist hier an dem Riffel, an der Riffeloberfläche. Das Holz wird also so zusammengehalten, wie man es zusammensteckt. Diese kleinen Riffel pressen oder werden ins Holz geschlagen und fixieren das Ganze zusätzlich. Der E20H. Hier sehen wir ihn nochmal einseitig eingeführt in das Werkstück. Er geht ziemlich weit. Man kann noch ein bisschen nachschlagen, damit er hier wirklich nicht übersteht. Jetzt ist er bündig. Man könnte ihn also noch etwas weiter hineintreiben, um vielleicht am Ende hier noch einen Umleimer drauf zu leimen, damit das da wirklich nicht stört. Zum Beispiel kann man ihn dann noch ein bisschen weiter hineintreiben. Eigentlich ganz einfach. Wie gesagt, in gewissen Situationen manchmal sehr hilfreich. Wenn man jetzt nicht auf das Abbinden des Leimes warten kann, sind diese kleinen Helferchen sicherlich eine sehr schöne Alternative. Jetzt vielleicht nicht das beste Holz dafür gewählt. Es ist vielleicht auch ein bisschen zu dünn, weil es hat natürlich auch eine gewisse Sprengwirkung, wie ihr seht, mit diesen Krallen. Das drückt sich ja ins Holz, verdrängt ja auch ein bisschen Material, schlitzt es quasi also ein, wie ihr hier sehen könnt. Es entsteht richtig eine kleine Furche in dem Holz. Da könnt ihr es sehen, da kommt es sogar ein bisschen hochgeblättert. Also sie gehen richtig wie so ein Nagel ins Holz rein und halten genauso wie die so bekannten und sehr beliebten Riffelnägel. Ja, gut. Ja, das soll es gewesen sein zu dem E20H der Firma Lamello. Wie gesagt, es ist kein Werbevideo, ich werde dafür nicht bezahlt. Das Einzige, was ich zur Verfügung bekommen habe, sind die Materialien von der Firma Lamello. Ja, ich finde, das ist eine schöne Sache. In Verbindung mit dem und dem habe ich doch schon sehr viele Möglichkeiten, gewisse Hölzer schnell zu verbinden. Und das mit unserer normalen Flachdübelfräse, die wir, ja, nicht jeder hat, aber sich jemand eher leisten kann, als die mit dieser Sonderfunktion, die einmal diesen Wupp-Wupp macht, diesen, ich glaube, Zap heißt er, Zap oder so, Zap-Mechanismus, der einmal dafür sorgt, dass die Säge noch so einen kleinen Versatz macht. Ich sehe gerade nach zweimal reinschlagen, ich habe sie zweimal, darum konnte man die hier sicherlich vorhin besser rauslösen, sind diese Zähne auch platt, ja. Ja, die sind jetzt nicht mehr so riffelig wie vorher. Darum konnte ich sie hier wahrscheinlich gerade besser auseinanderziehen als hier. Hier habt ihr ja wirklich gesehen, hier haben wir wirklich die Stücke rausgebrochen mit diesen Zähnen. Und ich habe ja dieselben nochmal hier vorne am Ende reingeschlagen. Und da ging es ein bisschen leichter auseinander. Jetzt sehe ich aber gerade, die Zähne sind schon gar nicht mehr wirklich da. Die sind richtig platt gekloppt von dem Reintreiben von gerade eben. Ja, das erklärt natürlich jetzt auch, warum wir die Seite leichter lösen konnten. Aber sonst, wie man hier sieht, richtig schön Zugkraft und es reißt hier raus. Man muss damit ein bisschen üben. Diese hier sind jetzt nicht so schwer für die Längsverbindung, aber diese hier auch, dass man die 45 Grad wirklich voreinander hält und dann die reinschlägt, dann hat man eine saubere Verbindung. Verrutscht die beim Reinschlagen, habt ihr gesehen, habt ihr da eine Kerbe drin. Also nicht ganz einfach, aber manchmal ein praktisches Teil so in der Not. Ja,
Was bleibt mir übrig zu sagen? Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Und abschalten nicht vergessen.